nicht gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Funke unserer Rebellion. Ich habe was gesehen. Ist frei, Männer! Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ah!
Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können.